Wir sind Falling von Empire, wir sind heute beim Bandtalk da. Wir werden euch jetzt noch ein bisschen was über uns erzählen, uns vorstellen, was wir die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre vorhaben, was sich die letzten Monate da hat. Und ich stelle mir jetzt einfach einmal vor, ich bin der Max, ich spiele Leadgitarre. Zuerst grüß dich, ich bin der Kansi, ich spiele Rhythmusgitarre und mache die cleanen Vocals. Unser Schauter, der Wurzel Joachim, ist heute leider verhindert. Der ist und wegen familiären Problemen leider nicht da. Ich bin der Matt und spiele auf die Drums. Ich bin der Ben und ich spiele Bassgitarre. Ja, wir haben uns 2014 zusammengefunden in einem kleinen Proberaum beim Sonic Vibe Musikverein. Da haben sie damals gedacht, das war mal live und da haben wir vielleicht ein bisschen miteinander musizieren dann. Da habe ich damals im Maxi da kennengelernt. Ja, es war halt damals so, dass uns ein Freund von uns gefragt hat, ob wir mal vielleicht ein bisschen Musik machen wollen miteinander. Da haben sie dann mal zusammengefunden, ein bisschen musiziert, ein bisschen gechannt. Da haben sie gedacht, das funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht. Da könnte vielleicht was ausschauen bei der ganzen Geschichte. Das Genre, was wir machen, ist Post-Hardcore mit Metalcore-Einflüssen. Teilweise auch vielleicht ein bisschen Pop-Punk-Sachen. Also es ist alles ein bisschen vertreten, aber im Großen und Ganzen hätte ich gesagt, das ist Post-Hardcore. Ja, Inspirationen von anderen Bands haben wir natürlich genug. Das ist halt bei uns, wie man sieht, bei jedem unterschiedliches sucht jeder andere Bands und ich glaube, das macht auch unsere spezielle Mischung aus, weil eben jeder aus einer fast anderen Ecke ein bisschen kommt. Zum Beispiel, also meine Einflüsse wären jetzt da zum Beispiel auf jeden Fall A Day to Remember, Silverstein, solche Geschichten auf jeden Fall. Oder zum Beispiel der Matthias mit seiner Burden of a Day. Staring at the ceiling, it really hurts that I'm lying all alone. Regrets are the feelings which are reminding me I'm standing on my own. Ja, unsere bisherigen Highlights. Es waren sicher jetzt einmal, wir haben im Februar damals unser erstes Single released. Da haben wir sich damals gedacht, jetzt gibt es schon 2 Jahre. Wir sollten jetzt vielleicht einmal was aufnehmen und was rausschmeißen. Da haben wir uns entschieden, dass wir unseren Song Changes mit Musikvideo verfilmen. Das hat der Pils Philipp gemacht. Das Video ist übrigens super gut und ist auf YouTube natürlich verfügbar. Wir haben sich ziemlich gefreut, wie es rausgekommen ist. Vor allem auch die Response war ziemlich gut. Und das letzte Highlight, das aktuellste, war Rock den See vorige Woche. Am Freitag in Kärnten unten. War sicher einer der, also bis jetzt auf jeden Fall der größte Gig, was wir gespielt haben. Ja, die nächsten Auftritte kommen jetzt im August, am 19.08. in Kärnten wieder, in St. Veit an der Glan, beim Hellfire Warm-Up. Ich hoffe, wir sehen Sie dort, wenn nicht, kein Problem, es ist weit zum Fahren, wir verstehen das. Dann 2 Tage drauf spielen wir im Viper Room mit Oceans 8 Alaska, ziemlich fette Band. Schaut es euch einmal an, vielleicht kommt ihr vorbei, vielleicht habt ihr Interesse, wer weiß. Und dann natürlich 30. September Release Party in der Rockbar. Ja, wir haben uns jetzt im Mai ein wenig zurückgezogen ins Graveyard Studio in Amstetten mit dem Tom von den Stereo Bullets und haben sie die Arbeit hatte, dass wir unsere erste eigene EP aufnehmen. Die EP From Silence to Sorrow wird am 30. September in der Rockbar in Amstetten released werden. Ja, die EP an sich wird 8 Tracks enthalten, unter anderem auch unser Single Changes wird auch aufgekommen. Und die Texte, ja, großteils eigentlich über die Liebe. Da schreibt er sich einfach am besten drüber, seien wir ehrlich. Ja, aber ein paar andere Sachen sind natürlich auch drüber. Was wir da sagen, ja, zum Beispiel, warum es mit der Welt vielleicht gerade so bergab geht. Warum es vielleicht manchmal gescheit ist, wenn man einfach allein bleibt. Wenn er uns vor allem seine Ruhe hat. Ja, aber ich bin mir sicher, es ist eine bunte Mischung und ich hoffe, es wird euch gefallen. Ja, wie gesagt, 30. September, Rockbar Release Party mit unseren Jungs von Before All Goes Down, sind als Support dabei, gefreut uns voll, dass sie mitspielen wollen. Schaut vorbei, trinkt ein paar Bier mit uns, kauft euch neue Leiben, die was jetzt hoffentlich morgen fertig werden. Holt euch ein paar Pickel und trinkt einfach ein Bier mit uns, wir werden uns gefreuen. Ja, Social Media sind wir natürlich auch überall vertreten. Facebook,
nur einmal vorbeischauen, schaut euch die lustigen Videos an, was wir teilweise einmal posten. Und natürlich auch immer Chef gefällt mir drucken, dann seid ihr immer up to date mit den nächsten Sachen, dass ja keine Infos verpasst. Jetzt gerade kurz vor der CD war es nicht schlecht. Konkrete Ziele verfolgen wir mit dem Projekt jetzt nicht wirklich. Das Wichtigste für uns ist, dass wir Spaß haben an der Musik, an die Live-Auftritte. Man lernt immer so viel neue Leute kennen bei den ganzen Auftritten mit anderen Bands, man kann sie austauschen. Es sind genau dieselben Wahnsinnigen wie wir, wo es nur die Musik gibt. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum wir das alles machen. Ja, wir wollten nochmal Danke sagen an alle Leute, die uns unterstützen, die uns so viel von ihrer Zeit schenken. Es ist echt leiwand, großes Herz an euch. Und ich hoffe, wir sehen sie dann alle. Ja, voll. Bei der Release-Party am 30. September. Wir sind Falling von Empire. Danke fürs Einschalten.